Diese Ingame-Taktik ist nach dem Patch absolut overpowered. Und hier erkläre ich euch sie kurz und bündig. Also wenn euch das Ganze weiterhilft, lasst gerne ein Like da und abonniert den Channel, wenn ihr neu seid. Wir gehen rein. Die Formation dieser Taktik ist die 4-3-2-1-Formation. Und hier kommt es auf drei besondere Spieler an. Und zwar sind das deine drei ZMs. Wichtig für den linken ZM ist es, dass er offensiv wie auch defensiv agieren kann. Dementsprechend solltest du dir hier einen Spieler raussuchen, der als Achter geeignet ist. In der zentralen ZM-Position musst du einen Spieler haben, der auf der 6 spielen kann. Der muss nicht nach vorne können, sondern pur in der Defensive stark sein. Und auf dem rechten ZM solltest du einen Spieler haben, der sehr gut in die Offensive gehen kann und in der Defensive nicht unbedingt seine Stärken hat. Kommen wir aber nun zu den Taktiken. Den Defensivstil lasst ihr auf ausgeglichen und die Breite macht ihr auf 1. Die Tiefe setzt ihr dann aber auf 100. Das ist wirklich mein Ernst. Es ist richtig gut. Dadurch steht man am Anschluss zum Beispiel sehr eng und ist so weniger anfällig auf Anschlusstore. In der Offensive macht ihr das Aufbauspiel auf ausgeglichen und die Chancenerarbeitung auf direkte Pässe. Als nächstes setzt ihr die Breite auch hier auf 1. Spieler im Strafraum solltet ihr auf 7 setzen. Ihr könnt es gegebenenfalls auch auf 6 machen, aber mit 7 könnt ihr noch ein bisschen besser pressen. Die Ecken stellt ihr auf fast komplett voll, also auf 4 Balken und die Freistöße auf 1 Balken. Dadurch haben wir in-game wirklich ein sehr, sehr frühes Pressing. Durch dieses frühe Pressing setzen wir den Gegner sehr stark unter Druck und zwingen ihn förmlich zu Ballverlusten. Und dadurch, dass das Ganze ziemlich eng bei uns in der Offensive sowie Defensive ist, haben wir auch direkt die Möglichkeit, nach der Balleroberung einen effizienten Nadelstich zu setzen und direkt aufs Tor anzugreifen. Dadurch, dass wir den Gegner unter Druck setzen, ist das eine ideale Formation, um den Gegner auszukontern. Wir sind ebenfalls sehr variabel in der Offensive. In diesem Beispiel habe ich sogar kurz vorm 16er Überzahlspiel gegen meinen Gegner und habe viele, viele Möglichkeiten und Variationen, wo ich den Ball jetzt als nächstes hinspiele. Euch wird auch auffallen, wenn wir in die Offensive gehen, dass der Angriff immer relativ ähnlich aussieht, denn das Ganze ist ziemlich kompakt in der Offensive, aber man hat immer zwei bis sogar drei Anspielmöglichkeiten. Was mir beim Verteidigen nochmal mehr geholfen hat, war, dass ich das fortgeschrittene Verteidigen auf das taktische Verteidigen umgestellt habe. Dadurch sind meine Spieler nicht abrupt auf den Gegenspieler draufgegangen, sondern ich konnte sie sehr gut stellen. Und das ist ganz wichtig, dass man in dieser Formation nicht den Gegner angreift, sondern ihn immer mit den Spielern stellt. Dadurch, dass wir dann den Raum ziemlich eng haben wegen den Taktiken, versucht er den Ball irgendwie zu passen, aber meistens verlieren sie den Ball und wir können direkt einen Konter setzen. Deswegen solltet ihr das bei der Taktik auf jeden Fall beachten. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ihr kriegt das hin. Eine weitere Schwäche, die mir aufgefallen ist in dieser Formation, sind die Flankenwechsel bzw. Seitenwechsel oder aber auch Flanken auf den zweiten Pfosten. Dadurch, dass alles eng ist, ist natürlich Platz auf dem zweiten Pfosten. Allerdings hat sich herausgestellt, dass in-game das Ganze nicht so einfach scheint, wie man sich das eigentlich denkt, da wir dann natürlich immer Pressing auf den Gegner drauf haben und dementsprechend der gar nicht so die Möglichkeit hat, die Flankentaste so lange aufzuladen, dass er einen Seitenwechsel machen kann. Ihr wisst ja jetzt, wie die ganzen Spieler sich im Gameplay verhalten, deswegen zeige ich euch noch die Anweisung dafür, damit das auch bei euch genauso aussieht. Wir fangen an mit dem Torwart. Dem Torwart musst du in diesem FIFA einfach Flankenfänger geben und Torwart-Libero. Das ist ein absolutes Muss in jeder Taktik. Die Innenverteidiger haben gar nichts. Bei eurem Rechtsverteidiger ändert ihr auch nichts, außer die Laufart nach vorne, die sollt ihr auf übergreifend stellen. Beim Linksverteidiger hingegen ändert ihr nur die Offensivläufe und das stellt ihr dann auf Hintenbleiben bei Angriffen. Die Laufart lasst ihr diesmal auf gemischter Angriff. Euer Sechser, also der mittlere ZM, soll Hintenbleiben bei Angriffen bekommen und einmal die Mitte abdecken. Euer Achter, also euer linker ZM, soll nur Mitte abdecken bekommen. Und euer Spieler, der in die Offensive gehört, also der rechte ZM, dem sollt ihr wirklich gar nichts geben. Eurem rechten Flügelspieler gebt ihr nur zentral orientieren. Dem Stürmer gebt ihr zentral orientieren und Abwehr überlaufen. Und dem linken Stürmer gebt ihr zentral orientieren, Abwehr überlaufen und Defensive verstärken. Durch diese Taktik entsteht dann immer das Viereck, mit dem ihr in der Offensive sehr variabel seid. Natürlich bin ich kein E-Sportler, dementsprechend ist die Taktik nicht von mir. Die Taktik ist von Trillion, also wenn ihr Bock habt, ihn zu supporten, schaut da gerne vorbei. Das Video dazu findet ihr ganz oben in der Beschreibung. Und wenn euch das ganze Video gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Like freuen. Abonniert den Channel, wenn ihr neu seid und nichts mehr verpassen wollt. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Macht's gut, Leute, und ciao.